ganz leicht, ganz langsam zurückdrehen. Voilà. Und das erste. Ja, Notfälle machen halt einfach auch vor dem Coronavirus nicht halt. Also die haben wir trotz allem. Und gerade jetzt ist es eben für die Ersthelfer sehr wichtig, dass sie wissen, wie kann ich helfen und mich gleichzeitig schützen, dass sie das Vertrauen dazu bekommen. Eigentlich halten wir alles ein, was sonst die ganze Bevölkerung einhalten. Also vom Händedesinfizieren, wo wir überall Händedesinfektionsmittel haben, über das Tragen von der Schutzmaske den ganzen Tag, über das Lüften, Abstand halten. Wir schauen in den Schulungsräumen, dass sie mit 1,5 Meter Abstand sitzen können. Was ist, wenn wir die praktisch arbeiten? Müssen sie Händchen anlegen, gerade wenn sie zum Beispiel an der Reanimationsphantom sind. Und dann wird jedes Reanimationsphantom mit nachher desinfiziert nach jedem Teilnehmer. Wir tun in den Schulungen zurzeit nicht beatmen. Es ist auch nicht empfohlen, das Ersthelfer beatmen. Und von dem her legen wir einfach Wert darauf auf Herzdruckmassage. Wir zeigen theoretisch, wie es geht, aber üben praktisch diese Herzdruckmassage und den Einsatz des AED. Also eine Theorie über Notfallmedizin kann ich für die Hintergründe von einem Krankheitsbild oder von einem Ablauf von einem Notfall kann ich machen, aber das praktische Handling, das fehlt. Und das merken wir auch, wenn wir ein Fallbeispiel machen, am Anfang von dem Fallbeispiel, sind die Teilnehmer aber noch so ein bisschen zögernd oder es ist ein bisschen schwierig, etwas aus der Theorie sofort in die Praxis umzusetzen. Aber mit mehreren Fallbeispielen oder mit einem fortlaufenden Fallbeispiel merkt man nachher, wie sie sicherer werden. Und das ist genau das, was nachher hilft im Notfall, dass sie eben dann reagieren können, dass sie es praktisch angewendet haben. Und darum ist halt der Präsenzunterricht in dieser Branche nicht wegzudenken. Ja, fühle mich gut aufgehoben. Ich glaube, es ist im Rahmen des Möglichen so gut wie möglich umgesetzt. Ich glaube, der Sicherheitsabstand ist meistens gewährleistet. Jeder trägt seine Maske, von dem her gesehen, absolut kein Problem. Wie gesagt, für mich ist es jetzt nicht störend, dass man jetzt zum Beispiel die Maske muss tragen muss oder dass man physisch ein bisschen weniger miteinander tut. Ich glaube, das, für mein Empfinden macht es keinen grossen Unterschied. Ich glaube, es ist nach wie vor zusammen hier in einer Gruppe. Es gibt nachher von den Fallbeispielen, die ich sehr wichtig finde, aber die wir auch haben. Es ist sicher nicht ganz so störend, wie man es sich zuerst mal vorgestellt hat. Also man kann sehr gut so Schulungen durchführen, wenn man sich an das alles halten tut, was vorgegeben ist. Es gibt ein paar Einschränkungen, insbesondere mit dem Reden, dass der Referent vielleicht nicht so gut verständlich überkommt. Und natürlich, was alles fehlt, ist die ganze Mimik, die fehlt in diesem Gespräch. Das verfälscht gewisse Sachen dann bei den Aussagen, vor allem wenn es um gewisse Verhaltenssachen zu erkennen, vor allem in der ersten Hilfe, oder wo man einen Patienten beurteilen kann. Und dann fehlt die ganze Mimik. Wenn es um körperliche Nähe geht, die versucht man mit anderen Methoden zu überbrücken, geht aber in der ersten Hilfe halt sehr schwer. Ich glaube, es ist keine Frage von der Sicherheit oder respektive die Sicherheit jetzt bei uns im Betrieb, in jedem Betrieb, muss weiterhin gewährleistet sein oder die erste Hilfeversorgung muss gewährleistet sein, Corona hin oder her. Von dem her gesehen ist das kein Thema, dass ich das nicht so zu dieser Zeit mache. Das Leben geht ja weiter. Es ist nicht so, dass keine Ersthilfesituationen stattfinden. Das ist auch wichtig für jede Firma, dass sie ihre Leute weiterbildet wird, auch in dieser Zeit. Und auch richtig weiterbildet wird. Und es ist auch Verantwortung vom Betrieb, seine Leute so weit auszubilden, dass die dann auch in solchen ernsten Situationen können richtig reagieren können. Und ohne Ausbildung werden Fehler machen. Man macht dann schon Fehler, auch wenn man noch ausgebildet ist in diesem Bereich. Aber umso mehr geht es hier um Leben und da kann man nicht einen Kompromiss eingehen. Für das sind wir ja jemanden.